18 Jahre, das heißt auch, die Einheit ist volljährig, aber trotzdem noch nicht ganz erwachsen. Sie ist völlig normal und trotzdem noch längst nicht bei allen angekommen. Auf jeden Fall ist sie immer noch der Rede wert. Peter Kranz hat sich seine Gedanken gemacht. Blicke in die deutsche Seele. Martin Sonneborn wagt sie. In seinem Film Heimatkunde, jetzt im Kino, wandert der Satiriker und ehemalige Chefredakteur der Titanic rund um Berlin. Ich heiße übrigens Martin. Den Menschen kommt er dabei wunderbar nah. Freundlich, hintersinnig, mit klarer Mission. Wir sind losgegangen mit der Fragestellung, sind wir wirklich ein Volk, wir und die da drüben? Sind Ost und West wirklich 18 Jahre nach diesen schrecklichen Geschehnissen an der innerdeutschen Grenze wirklich schon zusammengewachsen? Sonneborns Resümee, die Grenzen stehen noch. Bei manchen laufen sie durch die eigene Wohnung. Das ist einfach Linoleum, das ist eingeklebter Linoleum, das ist aus dem Osten und das ist die Außenfarbe, die ist aus dem Westen. Das ist schon Westmaterial. Wieso leider? Sind Sie nicht zufrieden? Naja, im Grunde genommen ist das ganz dünnes Zeug. Das ist ganz dünner Dreck, ist das. Im Grunde genommen derselbe Scheiß wie im Osten früher. Genau so ist es. Ich glaube, das Resümee von Heimatkunde ist ganz einfach. Die DDR hat es nie gegeben und sie war besser. So sieht es der Satiriker.